fuera del camino. Soy moza el corredor y yo te dije mi cien. Welcome to Silicon California. Dieser bekackte Quintana. Der Penner hat's echt drauf, Mann. Ja, aber er ist ein perverser Dude. Ja. Nein, er ist Sexualverbrecher mit Vorstrafe. War ein halbes Jahr im Knast, weil er sein Ding einem Achtjährigen gezeigt hat. Ah. Als er nach Hollywood kam, musste er von Tür zu Tür gehen und allen erzählen, dass er Päderast ist. Was ist denn ein Päderastwort? Klappe halten, Donny. Und? Wie viel haben sie dir gegeben? 20 Riesen, Mann. Und den Teppich darf ich auch behalten. Nur für die Geldübergabe? Ja, die haben dem Dude einen Pieper gegeben. Also, wenn diese Typen anrufen... Und wenn wir hier gerade spielen? Ich hab denen gesagt, wenn das während des Ligaspiels ist, dann... Wenn was während des Spiels ist? Du kannst doch im Leben nicht einfach eine Stopptaste drücken, so wie es dir gefällt, du kleines Stück Scheiße. Ich hab mir gedacht... Was ist mit Walter los? Ich hab mir gedacht, das ist leicht verdientes Geld. Das ist absolut harmlos. Sie hat sich wahrscheinlich selbst gekidnappt. Hä? Ah, merkst du das, Dude? Die Teppichpinkler waren das ganz sicher nicht. Ist doch ganz klar. Eine blutjunge, geile Braut schnappt sich einen alten Knacker wegen seinem Geld. Sie meint aber, dass sie ihr nicht genug gibt. Und auf einmal hat sie überall in der Stadt Schulden. Bekackte. Ist alles nur ein mieser Schwindelmann. Genau wie schon Lenny gesagt hat, finde heraus, wer davon profitiert und, du weißt schon. I'm the Walrus? Du weißt schon, was ich sagen will. I'm the Walrus. Diese bekackte Pissnäcke. Oh ja. I'm the Walrus. Das ist doch... Halt deine verdammte Klappe, Donny. W.I. Lenin, Wladimir Iljitsch Uljanow. Wovon zum Geier redet er bloß? Ganz genau, das muss passiert sein. Oh ja. Ach, da könnte ich kotzen. Ist doch nicht dein Bier, diese reichen Arschlöcher. Eine total bekackte Aktion. Ey, ich hab doch nicht miterlebt, wie meine Kumpels elendig krepiert sind, nur damit diese dreckige Schlampe, diese Walter, bekackte ich sehe da absolut keine Verbindung zu Vietnam, Mann. Was? Die Verbindung ist doch sonnenklar. Walter, mach dir doch nichts vor, da gibt's keine Verbindung. Du bist dran. Wenn du das so siehst, aber ich bin der Meinung, dass... Bist du bereit, dir in den Arsch treten zu lassen? Ich sehe, ihr habt euch ins Halbfinale gebaut. Dios mio, Mann. Ich und mein Kumpel Leon werden euch kräftig den Arsch aufreißen. Ja, weißt du, das ist vielleicht deine Meinung, Mann. Ich werde dir jetzt mal was sagen, Pandejo. Glaub ja nicht, du kannst uns hier abziehen. Wenn du hier auf der Bahn eine Knarre ziehst, dann werde ich dir das Ding wegnehmen, es dir tief in den Arsch bohren und so lange abdrücken, bis es klickt. Jesus. Du sagst es, Mann. Niemand verarscht Jesus. Achtjährige Dude.